Gut, die ist wirklich sehr hoch. Die ist hoch. Ach du Scheiße, was hab ich denn da gemacht? Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge Ike Operation. Wir sind wieder hier natürlich in Space und beim letzten Mal haben wir richtig reingehauen. Guckt euch mal an, der Fahrstuhl ist ja, wie ihr wisst, schon fertig. Und da oben ist, haben wir auch schon mal eine Plattform mit Geländer. Heute würde ich mich tatsächlich darum kümmern, dass wir mal irgendwie bald einen Schutzanzug rankriegen. Das ist natürlich die Frage, was brauchen wir? Warte mal, ich pulver mal alles, mal gucken, wie viel geht. Wir brauchen blaue Edelsteine, müssten wir was da haben, mal gucken. Ich craft einfach mal hier. Es geht alles einmal. Es genügt natürlich nicht für die Rock Track Schlucht, wenn wir ins rote Biom gehen. Aber ich sag's mal so: Ich kann anfangen. Mal gucken gleich, was fehlt, aber ich glaube, das Gas wird nicht fehlen. Weil guckt euch mal an, wie viel wir davon jetzt haben. Das kann gar nicht das Problem sein. Schutzanzug. Ich hole nochmal alles, mal gucken, was jetzt geht. Ich gebe einfach mal einen rein. Blaue Edelsteine. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir geschwind Gems farmen. Am Kühler bekleiden uns natürlich wieder. Ich hoffe, die sind nachgespawnt, die Gems. Ja, weil langsam geht es mal auf die Vorbereitung, damit wir wirklich in die Rock Track Schlucht können. Ich freue mich schon da drauf. Ich möchte zwar nicht übereilen, aber trotzdem. Licht wieder aus, schön sparen. So, wir haben das Metall in den Gems jetzt drin. Ich tue die mal erstmal das Metall wieder reinbringen, denn ich habe wieder eine Ladung gefarmt. Man sieht schon, da ist wirklich genug Vorrat drin erstmal. Das läuft jetzt alles einwandfrei durch und dann sollte das auch gar kein Problem mehr sein. So, hier. Pumpen mal den Kristall und die Gems rein. Mal gucken, ob das dann. Nee. Blaue Edelsteine. So, let's go. Jetzt bin ich gespannt. Schutz. So. Wir haben jetzt ein Pullover, mehr oder weniger. Und ansonsten hätten wir dann alles, oder? Nee, klar. Maske fehlt noch. Ja gut, wir werden dann demnächst noch mehr ranfahren, noch mal einen dritten herstellen, würde ich sagen. Und ich fahre mal ganz kurz hier hoch und gucke noch mal runter, ab hier rein zufällig, irgendwie was passiert ist, beziehungsweise wie das hier oben noch mal aussah. Genau, ich erinnere mich wieder, genau, wir wollen mich in Zuchtbereich machen. Also hier werde ich wahrscheinlich dann so hoch bauen mit Geländer oder müssen wir schauen. Klimaanlagen sind wichtig. Ja, das soll man natürlich nicht machen hier, mit so einem Fallschaden. Klimaanlagen, das wird richtig lustig, meine Freunde. Das wird richtig lustig. Elektrisch. Ach du Scheiße. 4 Stück und reichen. 3 Stück gehen. Warum gehen nicht 4? 1 Elektronik. Dann crafte ich mal geschwind noch 1 Elektronik. Das ist ja nun wirklich nicht die Welt. Das ist gut. Das gefällt mir, wie es wirklich wurde. Als ob wir einfach so viel Zeugs da haben, dass einfach fucking alles funktioniert hier gerade eben. Nice. Strom müsste bis da oben hin reichen. Und ist eine neue Ziege, habe ich gerade schon gesehen. Ja. Wir bauen jetzt mal hier. Wir platzieren mal die Dinger hier oben. Und brauchen wir da noch was? Ich weiß gar nicht. Also hier ist es, hier gefällt es mir ganz gut. Da fehlt noch ein Tor. Da können wir schon mal langsam drüber gucken, damit wir das bauen. So, die Frage ist, ich würde sagen, die Ecke hier ist ganz praktisch dafür. So, ich gucke natürlich wieder von oben drauf. Es muss ordentlich sitzen. Es darf
Na gut, ich habe aufgesetzt. Okay. Ja, so war's das. Betriebsbereit, betriebsbereit, betriebsbereit. Das ist super geil. Ja, ich brauche noch ein paar Railings. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Railings. 9 Railings sind natürlich eine gute Sache. Sollte eigentlich auch gar kein Problem sein. Oder das Zement langsam wieder ausgeht. Aber Metallbahn, Leute, da haben wir wirklich genug. Da waren wieder hier 1000 Stück dazu. Zement ist Mangelware mittlerweile. Naja, ist wirklich, guck mal an. Hier kommen nur ein paar Stück dazu. Ich werde wahrscheinlich wieder bald Zement craften müssen. Okay, das ist natürlich... Was fehlt mir jetzt eigentlich für Zement? Stein, wenn ich jetzt 100 eingebe, wird irgendwie alles. Ja, dann gehe ich jetzt geschwind. Stein farmen und kill mal geschwind eine Kaukinus. So, Polymer, Chitin ist nice. Jo, gucken wir mal, dass wir das Ding jetzt ordentlich aufkriegen. Nice. Dödi ist hier irgendwie, irgendwo. Wo ist Dödi hingefallen? Da hinten, in der äußersten Ecke. Ja gut, so machen wir es auch. So mache ich auch immer. Genau so machen wir es. Ja, da ist goldig. Hier kommt wieder Polymer rein. Und jetzt kommt hier Chitin und Stein rein. Und ich craft einfach mal 100, genau in dem hier. Weil die Schnecke ist halt wirklich nur eine zusätzliche, ja, ist halt nur Zusatz da, damit es überhaupt irgendwie läuft. Puh, Railings. Jetzt mache ich schön die Railings um ran. Ich hatte doch ja irgendwie Leiter hingebaut, genau. Damit ich hier auch vielleicht schneller hochkomme. Ich weiß nicht, ob es schneller geht. Ach mein Gott, ich bin so ein geiler Typ. Dutschen! Dutschen, wir haben Dutschen hier! Ich mache einfach Geländer hin. Direkt davor. Dazu kann man nichts sagen, echt. So, zwei übrig, genau wie ich abgezählt habe. Puh, was mache ich mit denen? Oder ich mache einfach... So. Wirkt das zumindest einigermaßen professionell. Jo, Railings sind dran erstmal. Ich bin jetzt natürlich ohne Leiter hoch. Okay. Das läuft schon mal. Bin ich jetzt zumindest froh, dass das funktioniert. Ich überlege gerade eben. Genau, Tor. Ich würde sagen, da mache ich es einfach so. Warte mal, ich habe jetzt die Idee. Klippenplattform. Der, die muss sein. Da habe ich mich. Die muss sein. Klippen. Aus Metall. What the fuck, man? Ganz ehrlich, ich mach dir Stein, oder? Klippenplattform. Pilzholz und Stein. Der haut zumindest gut rein. Das ist kein Problem. Pilzholz, wo finde ich denn hier? Pilzholz, ich glaube, die müssten Pilzholz sein.
ein Glück, Leute. Haben wir wieder ein Glück. Klippenplattform. Darauf habe ich jetzt wirklich Lust. Ja, wir machen was Schönes. Nicht schnell irgendwas gebaut. Also nicht ganz so. Und wir wollen wirklich was Schönes machen. Okay. Die Frage ist, warte mal. Würde das überhaupt Port geben? Ja, das ist wieder das Problem. Erstmal einen Platz raussuchen. Ha! Holy. Aufheben, warum so nicht? Ja, mal gucken mal, dass wir hier. Aua. Das war falsch haben. Oh, die ist wirklich sehr hoch. Die ist hoch. Ach du Scheiße, das habe ich immer gemacht. Ja gut, jetzt müssen wir halt mal schauen, dass wir da irgendwie einen Rampe runter kriegen. Und die würden sich tatsächlich sogar aus Glas machen. Bevor wir das aber machen, erstmal Tor davor machen. Erst kommt ein Tor hin. Wird das schön zumachen hier. Und dann können wir da weiterbauen. Die nächsten Folgen werden wahrscheinlich ziemliche Baufolgen sein. Denn ich mache es auf Screen, aber ich denke, ihr werdet ja schon ein bisschen weitermachen. Okay, also ich würde sagen, ein großes Tor, oder? Was denkt ihr? Ist das so das Richtige, Leute? Das ist richtiger, aber das ist ja richtig billig. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. So. So ist es mir tatsächlich so ein bisschen lieber. Punkt 5. Ja. So, jetzt. Weil damit kommt dann auch hin, damit das ein bisschen schräg hier rüber geht. Das Bino ist natürlich gerade eben nicht der passende Standdicht-Dingsens hier vorne. Das Tor ist wirklich klein. Oh mein Gott. Oder ich mache einfach nur Tore dort hin. Da geht es am schnellsten. Nur kleine. Das ist natürlich wieder so ein bisschen billig, schnell, leicht gemacht. Es gibt eine 6, ne? Aber Leute, dass das Ding so extrem günstig ist. Ich meine, 20 Metallbahnen, 15 Kristalle, 10 Zement. Da kann ja irgendwas nicht stimmen, Leute. Zwischendrin mache ich einfach so ein Dingstens hin. Mache ich einfach so einen Pillar zwischen rein oder so. Ich mache jetzt einfach das Ding so hin. Bam. Punkt 5. Damit man auch ein bisschen das Ding überhaupt erkennt. Dass dann das Ding so ist. Ich mache jetzt 1, 2, 3, 4 Pillars. So. Und dann hat sich das auch wieder gegessen. Eventuell mache ich ja noch. Momenten. Manu. Eventuell mache ich ja auch noch Fans von der Foundation rein und ein bisschen Zaun noch drauf. Ich glaube, das mache ich wirklich. Dann kommt doch Gravel schon mal durch. Und hier mache ich noch eins hin. Jo. Aber ich würde sagen, Leute, das mache ich tatsächlich nicht mehr heute. Das mache ich beim nächsten Mal. Wir können dann noch mal ganz kurz schauen, was wir jetzt gemacht haben hier. Licht aus. Wir haben jetzt hier Schutzanzug. Und zwar, ach du Scheiße, was ist denn los? Ich denke, das reicht das für. Das reicht schon, oder? Ich brauche bestimmt noch einen, aber nicht mehr heute, auch nicht morgen. Das kommt dann, wenn es soweit ist. So. Forst ist auch da. Zuchtbereich zum Ausbrüten von Eiern ist oben auch fertig. Mehr oder weniger fertig. Auf jeden Fall haben wir das gebaut. Die Schnecke ist bald mit den Füttern dran. Wenn die noch ein bisschen. Wenn die wirklich Nahrung verloren hat. Ich weiß nicht, wie viel Kuchen gibt. Ich will es nicht verschwenden und dann ist es voll. Und es hat mir wirklich nichts gebracht. Daraufhin, Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wurde dann nochmal gefragt, warum ich immer noch das alte Ark spiele und nicht Asa. Wie gesagt, mein PC ist nicht super gut dafür geeignet. 45 Euro möchte ich dafür nicht bezahlen, solange mein PC nicht gut genug ist.
das Game ist wirklich nicht gerade so geil, dass ich jetzt sage, 45 Euro wert, weil die Performance sind doch Schrott. An sich ist dasselbe Game in einer besseren Grafik und schlechterer Performance. Mit paar neuen Features bringt mir aber jetzt wirklich nichts. Und das Game kaufe ich mir erst, wenn es wirklich günstiger ist, wenn es besser läuft. Und ihr müsst mal bedenken, Leute, wegen der Island, nur wegen der Island, kaufe ich mir das Game nicht. Die Map enthält aktuell nur der Island. Bald kommt der Sender, die Map fühle ich absolut nicht. Und ich meine, es wäre cool, wenn Discord stirbt, dann Aberration die ganzen Maps kommen. Aber ich habe das Gefühl, wenn Aberration kommt oder Extinction, dann viel Spaß mit euren Performance. Ja, deswegen aktuell noch nicht. Irgendwann kommt's, aber ich weiß noch nicht wann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.